Nun ist es also amtlich. Auf dem SPD-Sonderparteitag in Berlin unterstützte eine breite Mehrheit der Delegierten den Leitantrag zur Reformagenda 2010. Die zentralen Änderungswünsche der Partei Linken und des Gewerkschaftsflügels waren ohne Chance. Der Kanzler hat sich sein Konzept also nicht verwässern lassen. Doch die Gewerkschaften wehren sich. Für sie ist und bleibt die Agenda 2010 sozialer Kahlschlag. Der Deutsche Gewerkschaftsbund machte schon eine Woche vor dem SPD-Sonderparteitag seine Forderungen deutlich und rief zur bundesweiten Protestkundgebung auf. Allein in Nürnberg beteiligten sich mehr als 15.000 Gewerkschafter aus ganz Bayern an den Sternmärschen zum Kornmarkt. Auch der DGB-Bezirksvorsitzende Fritz Schösser, momentan in seinem Amt als Bundestagsabgeordneter der SPD nicht zu beneiden, engagierte sich und suchte die Nähe zur Gewerkschaftsbasis. Und die ließen ihrem Unmut über die Sozialpolitik der Regierung freien Lauf. Wir stehen hinter unseren Forderungen, wir wissen, was wir wollen. Und es ist ja auch nicht die Regierung, die jetzt dran ist, sondern eigentlich nur die Politik, die sie machen. Und wir haben einen Standpunkt und den vertreten wir auch, egal wer in der Regierung ist. Und wenn Leute immer früher in Rente oder in Ruhestand gehen, da ist ja auch für viele, sage ich jetzt einmal, der Sinn Mitgliedschaft in der Arbeitnehmervertretung nicht mehr gegeben. Dieser Sozialabbau, der muss sich ändern, das geht nicht so weiter, weil durch das schaffen wir mit Sicherheit keine Arbeitsplätze. Einschnitte im Kündigungsschutz, Rentenkürzungen und der drohende Sozialabbau mobilisieren eben Massen. Nürnberg macht hier keine Ausnahme. Im Gegenteil, beeindruckend fanden auch die Redner die Kulisse, die sich am Kornmarkt zur Kundgebung versammelte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bin seit 40 Jahren Sozialdemokrat. Und ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass ich eines Tages in die Situation komme, gegen Reformvorhaben meiner eigenen Partei demonstrieren zu müssen. Klare Worte. Doch wohin soll in den Augen der Gewerkschaften die Reise gehen? Wir wollen ein konjunkturpolitisches Gegensteuern und keine Ohnmachtspolitik. Wir müssen weg von der Passivität der Finanzpolitik bei Bund und Ländern, denn diese hat auch dazu beigetragen, zu dieser wirtschaftlich schwierigen Lage. Wir müssen hin zu einer grundlegenden Neuausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Eine Politik für Wachstum und Beschäftigung muss in Krisenzeiten kräftige Konjunkturanreize, Impulse setzen für Investitionen, für Innovationen und für eine spürbare Stärkung der Nachfrage. Alles andere, Herr Bundeskanzler, verstärkt nur die wirtschaftliche Rezession. Die Freude der Gewerkschaften über das Ende der Ära Kohl ist nach nicht einmal 5 Jahren rot-grüner Regierungsarbeit verflogen. Geblieben ist die Bereitschaft, auch weiterhin für eine arbeitnehmerfreundliche, soziale Politik zu kämpfen. Und wir sind gegen Kohl auf die Straße gegangen. Und wenn wir jetzt feststellen, dass Schröder leider in einer großen Allianz mit Herrn Stoiber ähnliche Punkte durchsetzen will, dann glaube ich, ist es nur konsequent, dass wir als Gewerkschaften sagen, wir sind da, wir gehen raus, denn wir haben über die Parteien hinweg nur ein Interesse, die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die Arbeitslosen zu schützen, den Jugendlichen Ausbildungsperspektiven zu geben. Das ist unser Auftrag und ich glaube, dem müssen wir jetzt auch gerecht werden. Der immense Abbau von Arbeitsplätzen fordert jedoch auch von den Gewerkschaften ihren Tribut. Immer weniger Arbeitnehmer bedeutet zwangsläufig auch immer weniger Gewerkschafter. Bislang scheint man noch kein Rezept gefunden zu haben, um gegen den Mitgliederschwund anzukommen. Ich glaube, dass es uns eigentlich mehr gelingen muss, vor allem bei den jungen Leuten wieder Bewusstsein zu schaffen, dass sie nur eine Chance haben, nämlich in einem großen, mächtigen Berufsverband ihre Interessen durchzusetzen. Und deswegen freut mich auch, dass heute die Jugend von Verdi, vom Postbereich, heute gezeigt hat, dass die Jugend noch da ist. Also ich sehe eine Chance darin, aber wir dürfen nicht vergessen, die Probleme spüren wir natürlich auch. Die Jugend ist unsere Zukunft. Diese Erkenntnis gilt für eine vorausschauende Wirtschafts- und Rentenpolitik. Sie gilt im besonderen Maße aber auch für die Gewerkschaften. Es muss uns gelingen in den Berufsschulen, es muss uns gelingen in den Schulen, es muss uns gelingen, mit den Auszubildenden zu reden und die Basis dafür zu schaffen, um zu erreichen, nachzudenken, wie geht es in Zukunft weiter. Und ich glaube, da müssen wir ran, da haben wir alle Versäumnisse.